ein Wechsel, der ist immer auch mit Emotionen verbunden, wie Sie spüren. Weil so Wechsel sind ja Loslassen, Wechsel sind auch neues Wagen. Ich habe diese Arbeit sehr gerne gemacht und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit. Frau Leuthardt, es ist ein sehr emotionaler Tag für Sie, oder? Ja, das ist es, weil ich habe mich eigentlich auf Freitag vorbereitet. Jetzt ist es heute und es ist dann natürlich ein Moment, wo man kommuniziert, wo man sagt, ja, es ist jetzt soweit, ich trete zurück. Und dann weiß man auch, das Leben wird sich komplett verändern. Man wird sein Umfeld verlassen, die Mitarbeiter hinter sich lassen und das beschäftigt schon auch. Was nehmen Sie von all den Jahren im Bundesrat mit? Also ich durfte wirklich viele Geschäfte ja voranbringen und prägen, neue Ideen, Reformen auch durch Volksabstimmungen bringen. Das hat natürlich wirklich viel Freude bereitet und ich habe das sehr gern gemacht. Und auf der anderen Seite eben merkt man dann mit der Zeit auch, es gibt eine gewisse Amtsmüdigkeit, weil es ist viel Arbeit. Man muss immer wieder sich neu motivieren, auch für neue Projekte. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Man darf nicht verwalten. Ich habe die Regierungstätigkeit immer so verstanden, dass man wieder versucht anzuschieben und mit neuen Ideen die Schweiz nach vorne bringt. Und was werden Sie nicht vermissen? Das ist wirklich das Kofferpacken, weil ich packe jede Woche mindestens zweimal meinen Koffer und das ist das, was langsam auch ja, genügt. Und 2019, was werden Sie dann machen? Doch jetzt mehr Velo fahren? Also sicher mal Ferien mit meinem Mann und mehr Zeit mit meiner Mutter, mit Freunden und der Rest wird sich dann ergeben. Also mache mir da keine Sorgen, dass ich nicht irgendwelche Aktivitäten dann übernehmen kann, aber das gehe ich mit Ruhe an. Was Ihre Nachfolge betrifft, würden Sie da doch gerne auch eine Frau sehen? Es gibt ja jetzt einen Doppelrücktritt, insofern gehe ich schon davon aus, dass mindestens eine Frau gewählt wird. Ich denke, bei der CVP ist beides möglich, weil wir haben ja nur einen Sitz und ich durfte jetzt auch als Frau diesen ja über 12 Jahre besetzen. Also da muss die Fraktion entscheiden, was für ein Ticket sie präsentieren werden.